Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt ist der schwerste und heftigste Block. Oh Mario, danke nochmal für den Steinquader. Wie du siehst, ist die Treppe schon fertig. Die Balllotterin ist zwar eine von den Guten, aber manchmal passieren ihr echt doofe Fehler. Oh, verrat ihr bloß nicht, dass ich das gesagt habe. Zumindest nicht den zweiten Teil. Sobald ich neue Anweisungen der Baulotterin bekomme, mache ich hier weiter. Okay. So, die Aufträge von denen sind durch. Uns fehlt immer noch Geld. Eine Menge, Menge Geld. Wie viel kostet denn der obere Teil? 1300. Die anderen kosten 1100. Okay. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um ein paar Aufträge hier. Oben ist unten. Ich glaube, ich habe meinen Tunnel bis zur anderen Seite des Planeten gegraben. Dort ist alles verkehrt herum. Irgendwie lustig, aber auch irgendwie verwirrend. Hügel runterrutschen kann man zum Beispiel mit links oben. Oh nein. Es ist Stern. Ich meine Mond. Oh Himmel. Ich weiß genau, was er vorhat. Lass mich raten, ist genau umgekehrt. Ach du Heilige. Ja, das ist genau das, was ich denke, was es ist. Warum? Der gemeine Entwickler. Warum macht ihr sowas? Das ist richtig, richtig fies. Gibt einige Speedrunner, einige sehr, sehr, sehr professionelle Speedrunner in Mario Maker, die sich bei dem Ding hier auf dem einfach sagen, nee, mach ich nicht. Die machen das nicht mit, das ist denen zu doof. Und dann würden sie sich sagen, es ist verwirrend. Es ist sowas von verwirrend. Kann ich respawnen lassen? Ich will da oben an der Dinge dran. Hey, mein Freund. Dankeschön. Nein! Komm mit. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe einen Auftrag. Und zwar in einer anderen Welt. Hehehe. Oh. Fast runtergefallen. Gott, das ist so verwirrend anzuschauen. Also so verwirrend anzuschauen. Oh, da oben sind Münzen. Warte, muss ich jetzt da oben drücken oder unten? Da oben, ne? Ah, nee, da unten. Oh, Himmel. Das ist hier, was ist nicht da? Wo ist es denn? Ah, das ist ja. 5 Münzen. Oh, dieser Modus ist so verwirrend. Ach, das ist so ekelhaft. Ah, wir haben es geschafft. Gibt eine gute Anzahl Münzen sogar. Wir brauchen aber mehr. Wir brauchen mehr. Schöner Wohl mit Knochen trocken. Ich will meiner Wohnung einen neuen Anstrich verpassen. Etwas Lava wäre auch ziemlich funky. Wenn meine Gäste dann dem Knochentrockenpanzer drauf umherfahren müssten, würde ich ihm sicher die Kinnlade runterklappen, jo. Funky, der benutzt Funky-Säufe. Es muss Funky Kong sein. Es muss Funky Kong sein. Es kann nichts anders sein. Okay. Die Lava steigt nicht bis zur Decke, das ist schon mal nett. Oh Mann. Münzen! Haben wir Münzen? Ihr wisst, wir brauchen Münzen. Oh, ich habe Knochentrocken gekillt. Je! Ah, die einzelnen Blöcke da oben gibt an, wie viele Feuerblubbel da hochkommen. Hotheads. Alles klar. Da kommen 4 hintereinander. Okay, Checkpoint.
Hehe, alle erwischt. Ah, das war doof. Das war doof. Man hat mich sogar gaspen gehört. Ja, das war dämlich. Funk. Durch. Haha. Grüre. Aha. Habe ich die letzte Münze auch mitgenommen da unten? Nee, ne? Nein. Raus hier. So einfach diese Level hier sind. Ich finde sie gar nicht mal so übel. Hey Bowser. Bye Bowser. Ah, hi. Ah, er ist gestorben. Einfach weggespült worden. Auch nicht schlecht. Alles klar. Bowser und seine riesige Toilette. Und wir haben weggespielt. Ah, nicht schlecht. Da wollte ich eigentlich drauf treten. Naja. Man kann nicht alles haben. Gut, wir brauchen noch mehr Münzen. Wirbelwind. Was? Wüstenwirbelwinde. Widi Widi Witschi. Kihi, ich hab den der Wüste Wirbelwinde heraufbeschworen. Wer trotzdem das Ziel erreicht, kriegt eine Belohnung. Wenn du hoch hinaus willst, drücke A am tiefsten Punkt in einem Wirbelwind. Magias. Hi, Kamek. Wüsten Wirbelwinde. Okay. Also man kann mal ordentlich erklärt, wie man die benutzt. Auch mal gut. Also nicht so. Ach, da war ein anderer bei. Der unterste war keiner von denen. Mancha. Die Mancha sehen hier ein bisschen merkwürdig aus, muss ich sagen. Die wirken so mit dem Schatten ein bisschen merkwürdig. Oh. 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 Münze. Oh. Erwischt. Alle grüne Röhre. Ich hab die genau gesehen. Wow. Einmal hier rüber. Dankeschön. Dankeschön. So viele Münzen. Allein jetzt schon 80 Münzen. Also. Hier kann man bestimmt gut Münzen farmen. Einfaches Level, viele Münzen zu sammeln. Und es ist erst die Halbzeit. Theoretisch kann man sie sterben lassen, wenn man es mag. Oh Mann. Oh, wie soll man denn da durch? Der steuert einem direkt nach oben. Wie soll das gehen? Huh. Wie soll man an die 10 Münzen rankommen? Also hier, das hier verstehe ich ja. Es sei denn, da sind versteckte Blöcke. Nö. Ich habe keine Ahnung. Lassen wir sie einfach stehen. Ich will's echt nicht verkehrt verkacken. Sonst krieg ich noch einen Durchschiss. Und dann bin ich wieder klein. Das wäre nicht gut. Nein, nein, das wäre nicht gut. Oh nein. Aber es sind 130 Münzen. Hehe. Gut. 130 Münzen zu den anderen 150, die man bekommt. Wow. Wir haben genug, um auszubauen, aber ich will das große Schloss haben. Das große Schloss, springen verboten! Junger Freund, das hier ist eine Herausforderung für echte Stars. Kannst du den Level abschließen, um je zu springen oder runterzufallen? Kleiner Tipp, halte B gedrückt, um schneller zu laufen, aber nur im richtigen Moment. Zirkusdirektor. Oh, was der will von mir mag. Gucken wir mal.
ohne zu sprengen und so weiter. Alles klar. Ich darf den Boden nicht verlassen. Heißt, die Greifer sind auch mega im Weg. Ist ja wirklich. Ah, du mieses Stück. Dann sammle ich noch so viele Münzen ein, wie es geht. Ohne zu sterben. Gemein. Oh. Guck mal an. Ja, das ist mal ein geiler Münzregen hier. Wow, es sind so viele Münzen, die man hier sammeln kann. Wow. Und da mal auf mit dem Münzregen? Noch eine Ladung, bitte. Oh, sie schießen noch mehr. Oh, das ist ja Hammer. Das kann man ja voll ausnutzen. Noch jemand? Nein, keine Ladung mehr? Komm schon. Ich resette euch alle. Bitte? Nein? Okay. Das ist voll der Münzregen gewesen, ey. Hui. Da komme ich alleine nicht hoch. Wobei. Ah, ich komme da hoch. Jawohl. Man kann alleine hochkommen. Hurra. Nur was bringt es einem? Nicht viel. Ah, Monop. Falls man doch verkackt haben sollte. Wow. Hat nochmal so viele Münzen. Okay. Das ist ein Fromp. Hat der wohl versteckt? Ah, eine Möglichkeit zum Umbringen. Alles klar. Da kommt nichts raus, aber kann man rein. Wir schauen das Level einfach mal an und nehmen alles mit, was wir kriegen können. Münzen, das ist doch gelacht, wenn man sowas nicht machen könnte. Ah, das ist Ziel. Hier kann man über 200 Münzen sammeln. Also. Hui. Komm mal her, Bu. Gibt es noch irgendwas zu sammeln? Irgendwo eine kleine Münzigkeit hier an der Seite eventuell. Ja. Wenn man schnell genug ist. Na dann. Abgrund. Ah, man verliert die Hälfte seiner Münzen oder was? Oh, wie pissig. Wir haben trotzdem 108 Münzen. Ist ja schon mal was. Also diesmal schaffen wir es, ohne getroffen zu werden und ohne gegriffen zu werden. Hoffentlich. Gut, die ersten 10 Münzen. Gut. Na dann. Hallo, Boos. Schade, dass man hier keine Münzen rausbekommt, wenn man das richtig macht. Schade an sich. Danke. Oh, was? Ich darf da nicht abspringen. Oh, ich darf mich nicht fallen lassen. Oh, das ist ja mega mäßig pissig. Okay, das ist fies. Das ist voll die Falle. Das ist voll die Falle. Und da ging einmal ganz Münzen hin. Super. Oh, das ist natürlich richtig mies. Aber dieses Fail-Safe, bla bla, Sicherheitsmarkierung,
dass wenn man halt vom Spiel, dass man, wenn man halt meint von wegen, man greift ein paar Münzen und resettet und macht hinne und macht hinne. Ja. Dass sie das eingebaut haben, kann ich verstehen. Das ist sonst ziemlich einfach nur grinden hier im Level. Du gehst das Level durch, lässt sie am Ende sterben, holst dir noch mehr Münzen und so weiter und so fort. Okay. Na dann, aber bitte. Dankeschön. Immer schön warten. Meine Münzen. Finde ich nicht cool. Okay, durch, 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 durch. Oh, das One-Up ist im Eimer. Da komme ich nicht durch. Okay. Das könnte ich machen. Haha. Lass die Bombe explodieren, kriegst du die Münzen. Okay. Okay, ich weiß auch, wie ich das aktivieren kann. Ey, From Summer, bitte so gut, ja? Dankeschön. Mit dem richtigen Werkzeug kommt man hier durch und kriegt ganz viel Zeug. Okay. Geist. Zieh mal bitte hoch. Lass mich raten, ganz oben müsste auch irgendwas richtig, richtig Bedeutsames sein. An Münzen. 50er vielleicht noch? Eventuell. Das wird Sinn machen. Richtig, richtig hoch irgendwo hinaus. Nein? Okay, dann nicht. Gut. Hat viel zu lange gedauert, das Level. Viel zu lange gedauert, aber... Ich nehme die Münzen trotzdem. 735. Man kann sich wirklich eine goldene Nase farmen. Geh einmal durch, schließ das Level nicht ab und dann mach das Level. Aber... Nee, und so weiter. Gut. Hauptgebäude. Der Bau kann beginnen. An die Arbeit. Ich weiß nicht, wie lange der Part ist, aber 5 Missionen müssen wir machen dafür. Okay. Bearbeiten am 2. Obergeschoss des Hauptgebäudes haben begonnen. Erfüll einfach deine Aufträge und schaff Geld ran. Gut. Dann würde ich sagen, ja, haben wir nicht allzu viel zu tun. Der sitzt in seiner Hütte. Haben wir nicht mehr allzu viel zu tun. Moment, außer Mission zu machen. Das heißt für mich, ich werde mal kurz ein Päuslein machen und mach mal beim nächsten Mal direkt weiter. 26% am Anfang ist nicht so schlimm. Wir können hier mit den Typen noch quatschen, um den auszuwecken eventuell. Das machen wir beim nächsten Mal. Dann machen wir den hier, machen wir dann die rote Röhre für die Mission von dem einen da unten. Von dem komischen Block. Von Blockmann. Von Mauritius. Und dann schauen wir weiter. Aber für den Moment bin ich raus. Ich danke fürs Zuschauen. Ich danke fürs Einsenden der Level. Ja, das könnt ihr immer noch machen. Gerne im Discord. Da kann ich sie nachvollziehen und dann auch spielen. Und ansonsten sieht man sich auf Twitch im Livestream oder beim nächsten Part. Bis dahin und ciao, ciao.